Ich bin gerade in Hamburg. Du kannst nicht heilen, wenn du hast. Schaut mal, die Sofalini ist back in the vlog. Was denken die, haben wir hier vor? Für mich das Beste war, auch wenn es sehr schwer war. Zum einen brauche ich wieder meine Botox-Behandlung. Das hat mir so viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Good morning, party people, and welcome to a new vlog. Ich muss mal gucken, ob man das hier so hinstellen kann, weil ich habe natürlich nicht mein tolles Stativ mitgebracht. How are we? Willkommen aus nicht meinem usual Setting, das seht ihr ja bereits, sondern aus Hamburg. Ich bin gerade in Hamburg und nehme euch mal das Wochenende mit, denn ich bin jetzt viel unterwegs. Coole Sachen stehen an. Ich gebe euch jetzt mal ein kleines Update, damit ihr mal so ein bisschen wisst, was jetzt hier los ist. Also, ich bin gestern angekommen, bin mit der Bahn, mit Jana aus meinem Management, hochgefahren nach Hamburg. War gestern auf der kleinen Teamparty von 24 Tim für seinen Parfüm-Launch und bin eigentlich hier in Hamburg, weil ich zu House of Glow gehe. Richtig, richtig cool. Ich bin sowas von hyped. Ich habe da einen Talk und unter anderem auch einen Workshop. Ich habe sowas noch nie gemacht und das mache ich Samstag und Sonntag. Und dann, also ich bleibe in Hamburg für 5 Tage. Die Sophie, also meine beste Freundin Sophie, weil dadurch, dass meine PA-Assistentin und Mental Support Everything auch Sophie heißt, aber Sophie mit F, ist es ein bisschen schwer, es auseinanderzuhalten. Deswegen, ich habe da jetzt noch keine gute, außer Sofalini. Wir nennen sie Sofalini. Meine beste Freundin ist Sofalini und die kommt am Montag nach Berlin. Dann treffen wir uns in Berlin und dann fahren wir zusammen rüber von Berlin nach Hamburg, weil dann bin ich auf der OMR. Ich muss kurz die Story zu Ende erzählen, dann erzähle ich, wieso das jetzt gerade so süß war. Auf jeden Fall war es so, dass ich dann auf der OMR bin und ich bin da auch auf einer Stage. Richtig, richtig krass. Das war wohl, also das wird wohl voll krass auf der OMR. Das ist die größte Marketingmesse, ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig, in ganz Deutschland. Und da kommen halt super viele Firmen, es kommen super viele wichtige Leute und deswegen wird das so richtig wichtig. Und danach fahre ich von Hamburg mit Sophie nach Amsterdam, weil wir unser Kampagnen-Shooting haben. Ich weiß noch nicht, ob ich es sagen darf, deswegen sage ich es jetzt noch nicht. Ihr müsst dranbleiben. Weil eventuell wird es mehrere Videos geben. Haben da das Kampagnen-Shooting. Und ich habe der Cheyenne zum Geburtstag letztem Jahr Amsterdam geschenkt. Deswegen bleiben wir da jetzt noch ein paar Tage länger und verbringen dann noch ein paar Tage in Amsterdam mit den Mädels. Noelle bleibt auch länger, Sophie bleibt auch länger. Also es wird richtig, richtig cool. Auf jeden Fall habe ich gestern gemerkt, dass ich keine Zahnpasta eingepackt habe. Und ich habe auch gestern, bevor ich zu der Party gegangen bin, dann auch vergessen zu fragen. Also habe ich nachts da angerufen an der Rezeption und die haben mir dann noch netterweise eine Zahnpasta hochgebracht. Und dann ist mir aufgefallen, ich trage ja Kontaktlinsen, dass ich meine Kontaktlinsenbox auch vergessen habe. Also habe ich da nochmal angerufen und war so, ja, habt ihr eine Kontaktlinsenbox? Und dann haben die gesagt, nee, haben wir leider nicht. Also habe ich es in solche Espresso-Tassen reingemacht. Man muss kreativ werden, you know. Die Jana bringt mir jetzt einen Juice. Ey Leute, das ist für mich sau schlecht. Also dann habe ich da nochmal angerufen, die hatten halt keine Kontaktlinsenbox. Also bin ich kreativ geworden und habe es in der Espresso-Tasse reingemacht. So, und die Jana ist jetzt gerade auf dem Weg, mir eine Kontaktlinsenbox zu holen und bringt jetzt auch noch einen Juice mit. Und jetzt habe ich das Hotel von der Rezeption eben angerufen, meinten so, ja, die von der Nachtschicht haben gesagt, dass sie eine Kontaktlinsenbox ihnen fehlt. Ich würde gleich, wenn es okay ist, jemanden schicken und er würde dann eine besorgen für sie. Und ich so, oh mein Gott, das ist so nett. Aber mein Management macht das schon und das finde ich total aufmerksam. Also wirklich, das Hotel hier ist so extrem aufmerksam. Die haben sich sogar noch daran erinnert, dass ich hier mit Sky war
vor 3 Jahren, als Sky 6 Monate alt war. Also wirklich, das ist so nett. Sowas bleibt einem richtig im Kopf hängen. Das werde ich nicht vergessen. Und deswegen, Leute, wenn ihr alle nach Hamburg wollt, geht ins Side Hotel. Sieht nicht nur schön aus, die sind nicht nur nett. Also es sieht nicht nur schön aus, sondern die sind auch mega nett. So. Und ich mache mich jetzt mal im Speedy Gonzales Level fertig, denn ich quatsch eh schon viel zu lange. Die sind wahrscheinlich schon mega bored. Die ganze Zeit nur eine Kacke-Bubble. Wir sehen uns gleich, wenn ich ein bisschen more appropriate aussehe. So, ich habe meine Haare gemacht. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und jetzt mache ich mein Make-up. Ich habe jetzt nicht mehr allzu viel Zeit. Okay, Leute, ich merke mich später. So, ich habe mich jetzt geschminkt. Mache meine Haare heute in einen Low-Dot. Also, ich könnte jetzt auch einfach so tun, als wäre derselbe Tag, aber das wäre gelogen. Ich habe gestern die Kamera, als die Jana kam, auf die Badewanne gelegt und dann mein T-Shirt drüber und dann habe ich sie einfach nicht mehr gesehen. Deswegen habe ich nicht gevloggt. Aber der Workshop war gestern richtig cool. Alles, was du zu viel machst, also ich glaube daran, zu viel ist nie gut. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich mache oder lebe mein Leben eigentlich nur für die Kamera und für Social Media. Ich versuche mal heute die Kamera mitzunehmen und euch so ein bisschen zu zeigen, wie das da ablief. Das hat mir so viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Generell mehr über Regal Energy zu erzählen. Habe ich überhaupt erzählt, was genau der Plan ist? Also ich mache hier einen Workshop und zwar den Regal Energy Affirmationsworkshop und jeder kann Affirmationskarten schreiben und mit Stickern bekleben und gucken, gestalten, wie der Lust drauf hat. Und ich erzähle so ein bisschen, wieso Affirmationen gut sind, wie man die richtig schreibt, wie man das richtig macht und. Einfach so einen kleinen Safe Space in der Glow erschaffen. Und gestern war das richtig cool und ich freue mich sehr auf heute. Es hat mir richtig viel Kraft gegeben, es hat mir richtig viel gegeben, generell über dieses Thema zu sprechen und über mein Mindset, was sich so verändert hat für mich und welche Dinge ich so tue, um in meiner Peace zu bleiben, in der ich halt gerade bin. Und da muss ich auch wirklich sagen, so die letzten Monate, die waren echt eine Rollercoaster. Es sind ein paar nicht so schöne Dinge noch passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es klingt so blöd, aber ich bin irgendwie auch froh, dass die Dinge passiert sind, weil ich jetzt auch nochmal ganz anders abschließe. Und ganz anders heilen kann. Und ich habe eine Sache für mich gemerkt. Du kannst nicht heilen, wenn du hast. Ein Heilprozess kann nicht funktionieren, wenn du immer noch Hass hegst. Und das habe ich für mich realisiert. Sofern damit abgeschlossen. Also ich hasse sowieso generell niemanden. Und ich finde es auch immer furchtbar, wenn Leute sagen, ich hasse. Weil das für mich so krank absolut ist. Aber ich muss schon sagen, dass manche Dinge einfach sehr unschön sind. Und dann hat man auch unschöne Emotionen. Auf jeden Fall, kleiner Reminder an euch. Du kannst nicht heilen, wenn du still hast. Und deswegen versuch diese Emotion einfach loszulassen, um dir selber erlauben zu können, zu heilen. Und ich weiß, es klingt voll deep und schwer, aber so schwer ist es nicht. Weil ich da einfach mir gesagt habe, ich mache das jetzt einfach. Und ich wünsche niemanden, generell überhaupt niemanden, irgendwas Schlechtes. Und ich möchte im Endeffekt nur, dass jeder seine eigene beste Version ist. Und manchmal passt es halt einfach nicht mehr. Aber als kleines Update für euch, mir geht's richtig gut. Ich glaube, man merkt das auch. Ich fühle mich so richtig chilled. Das ist der Hotelflur, by the way. Richtig schön, das ist so mega colorful. Liebe Jana hat mich gerade abgeholt. Und jetzt geht's los. Das ist, by the way, mein Outfit. Willst du mal kurz Kamera halten? That's my outfit. Let's go. So like fighting, so it's so. So, ich habe gerade meinen Workshop heute. Da ist Marvin. Da. War richtig gut. Ich würde sagen, vom Redeflow war es besser als gestern, oder was würdest du sagen? Ja. Besser als gestern? Flüssiger, du weißt jetzt. Ja. War wie die Leute. Genau. Trotzdem sehr cool. Und jetzt sind wir hier oben im Artist-Bereich. Jetzt chillen wir erstmal. So, Leute. Ich habe jetzt mein Mikro an. Der Workshop ist fertig und gleich ist der Talk. Ich freue mich schon voll. Heute ist auf jeden Fall viel leerer als gestern. Und zwar mit auch einer ganz inspirierenden Frau, einer starken Frau, und zwar Adorable Caro. Ja, die kennt sie vielleicht schon von Instagram, Social Media. Sie gibt ein bisschen Einblicke in ihre Welt als Influencerin, aber auch als Unternehmerin. Stellt uns ein bisschen ihre Brand vor, wo es darum geht, was dahinter steckt eigentlich.
Und ja, deswegen einen dicken, fetten Applaus für die Caro, bitte. Tag 2, wie fühlst du dich? Ich bin nicht so nervös wie gestern. Ja, das liegt so ein bisschen, ne? Ja. Aber ich weiß ja nicht, es sind ja auch viele neue Gesichter, vielleicht stellst du dich einfach mal eine Runde vor. Ja, also ich bin Caro, ich bin Influencerin und Unternehmerin und bin 23, bin vom Sternzeichen Jungfrau und habe einen kleinen Hund, der heißt Sky. Ja, wir haben gestern schon gefragt, Sky ist heute leider nicht dabei, sehr zu unserem Leid. Aber du hast auch eine Slide mitgebracht, es geht heute doch nämlich ein bisschen um deine Brand, 99. Mhm. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen was einfach über so deinen Werdelauf, wie das alles angefangen hat. Du hast ja sehr früh angefangen mit allem, ne? Genau, also ich habe 2014 mit YouTube angefangen. Ja, ein paar Freundschaften sind da auf jeden Fall getrennte Wege gegangen und ich habe einfach gemerkt, dass es für mich das Beste war, auch wenn es sehr schwer war. Ist ja auch irgendwie das Schönste, wenn man so wirklich man selbst ist, ohne dass man irgendwie Angst hat, missverstanden zu werden oder irgendjemand anderem zu gefallen und so. Mhm. Ja, und dann habe ich mich mehr mit dem Thema Mindset auseinandergesetzt und wie ich so die beste Version von mir selber werden kann und das hat halt alles ein bisschen gedauert. Ja, ja, du stehst ja auch auf deinem Instagram-Account vor allem so für Authentizität. Ich kann es auch nicht aussprechen. Und erzähl mal, es ist ja so ein ganz großes Ding mit Real Girl Energy bei dir. Deswegen wussten die Leute schon immer, dass ich ein sehr offenes, ja, so eine sehr offene Art halt habe. Und als es dann irgendwie so extrem wurde auf Instagram mit Insta-Stories, mit den Filtern, mit Face-Filtern und Bearbeiten und all das, das Normalisieren von so extrem vielen Schönheitseingriffen, habe ich so gemerkt, so, boah, okay, ich in einem schlechten Winkel, Doppelkinnbilder gibt es auch ab und zu in meiner Story, also falls ihr mal gucken wollt, gibt es auch ganz oft. Einfach weil ich das real und echt finde. Und so ist auch das Regal Energy Thema so groß geworden, nachdem ich gemerkt habe, oh, cool ist es eigentlich, daraus einen Hashtag zu machen. Und die Leute so ein bisschen zu motivieren, okay, vielleicht habt ihr auch einen Regal Energy Moment. Ich liebe Ästhetik und wenn ihr durch mein Feed geht, denkt ihr euch so, okay, das sieht ja auch alles irgendwie so perfekt aus, aber wenn man auch einzeln auf die Bilder drauf geht, sieht man auch, okay, vielleicht nicht die beste Pose oder auch hier noch nicht das gerade perfekte Licht oder so. Ich habe schon wieder vergessen zu vloggen. Also eigentlich bin ich keine wahre YouTuberin, wenn ich es die ganze Zeit vergesse. Auf jeden Fall bin ich gerade im Office von The No Hype. Wir haben gerade zusammen gegessen und brauche einen Joe and the Juice in Frankfurt. Kann jemand bitte eine Petition starten, dass wir das auch bekommen, weil es ist so geil mit den Juices und den Essen und dann gibt es auch da glutenfreie Sandwiches, Leute. Ja, und ansonsten hatten wir gerade ein tolles Gespräch wegen der OMR, waren richtig fleißig, sind richtig vorbereitet und freuen uns auf die OMR. Ansonsten gibt es hier auch den No-Hype-Shop. Mit dem Code CARO10 kriegt ihr 10% auf die Schlüsselanhänger und auf die Mützen und auch auf die Kulis. Darf ich davon was mitnehmen? Ah, geil. Ja, guck mal, ich krieg sogar eine, was steht da? No-Hype is an Artist Management, founded in 2017. Located in Hamburg. Saugeil. Das ist richtig nice. Nimmt sich dann auch jeder was? Mhm. Oha, das habe ich gar nicht gesehen. Darf ich echt als mitnehmen? Oh, geil. Boah, Leute, ich hatte gestern einen so schönen Spaziergang und einen emotionalen Abend. Ich habe mir so viele TikToks angeschaut, wo Leute so richtig schön Klavier gespielt haben. Und da bin ich richtig emotional geworden. Das war richtig schön. Ich habe gerade geduscht, meine Haare gewaschen und föhne die jetzt mit meinem Dyson. Dann muss ich aus dem Hotel leider auschecken und in ein neues einchecken. Und dann fahre ich nach Berlin, treffe mich mit der Liz, freue mich so sehr, lange nicht mehr gesehen. Und dann gehe ich zu Emi und dann kommt auch schon Sophie nach Berlin. Also Sophie und ich treffen uns bei Emi, gehen dann zu Emi und dann gehen wir mit Emi was essen und dann fahren wir nachts nach Hamburg zurück. Ja. That is the plan und deswegen will ich schon mal meinen Koffer und alles rüber packen, damit wir das später oder
heute Nacht nicht machen müssen und nicht so einen Druck haben, nochmal von dem einen Hotel ins andere und so weiter. Deswegen fülle ich jetzt erstmal meine Haare. Ich muss sagen, ich habe auch gerade meine Affirmationen gemacht und dieser ganze Workshop, der hat mir so viel Kraft gegeben, das mit den Leuten zu teilen, die auch zum Workshop gekommen sind. Also Leute, da war wirklich so eine lange Schlange, so viele Leute wollten bei mir hin. Und das hat mich so happy gemacht, weil ich erstmal dachte, dass da legit keiner kommt. Und generell, also die Glow hat mir so viel Spaß gemacht, auch die Talks, die ich hatte. Das war richtig, richtig, richtig cool und richtig mit Mehrwert. Also die Leute im Publikum haben auch richtig gesagt, dass es denen voll was gebracht hat und das hat mich richtig happy gemacht. Eigentlich würde ich sowas viel öfter gerne teilen. Und ich glaube, dass so In-Person-Sachen voll sinnvoll sind. Ja, mal gucken. Ich finde jetzt auf jeden Fall meine Haare und schminke-linke mich und dann habe ich erstmal noch einen Call für ein Future Project. So, ich habe jetzt meine Haare, mich angezogen, der Call ist durch und ich schminke mich jetzt, muss das Mess hier aufräumen, auschecken, Hotel wechseln, dann in die Bahn. Make-up done, Koffer gepackt, noch die Tasche, ich gehe nochmal durch, ob ich irgendwas vergessen habe. That's my outfit for today. Skims, Oberteil, Levi's Hose, Chanel Sneaker, Frankie Shop Blazer, Pauline Bag. Ja. So, Berlin Hauptbahnhof, I'm here. Die Liz ist so lieb und holt mich ab vom Bahnhof. Die ist auf jeden Fall nicht zu übersehen. Das weiß ich. Mit ihrer geilen Karre. Aber ich glaube, sie ist noch nicht da. Es ist auf jeden Fall gutes Wetter in Berlin und es macht auf jeden Fall gute Laune. So, Leute, ich bin bei der lieben Liz im Car. Wir haben jetzt einen Parkplatz gefunden und gehen jetzt was essen bei Club Kitchen. Ich muss sagen, ich liebe es jedes Mal hier das zu essen. Oder? Ja, jedes Mal. Jedes Mal. Auch nicht genug, aber der Bubble Tea ist eh der geilste. Oh, da freue ich mich extrem drauf, weil ich habe Jahre kein Bubble Tea mehr getrunken. So, Leute, wir sitzen im Park. Das Sun ist so strong, Baby. die Liz hat mir ihr favorite place, The Alley, gezeigt. Warst du da noch nie? Nee. Aber das ist mein favorite. Aber das schmeckt auch. Ich muss sagen, das was hast du nochmal? Creme Brûlée. Mhm, Creme Brûlée. Mit laktosefreier Milch und ich habe Passion Fruit. Und? Aber der und geht, oder? Green Tea, ja. Ist jetzt nicht so krass. Aber das schmeckt auch ja, die gut. Sind wirklich richtig geil. Aber das dachte ich nicht, dass es mir schmeckt wegen der Milch. Ja, aber also kann man mal trinken, nicht jeden Tag, aber zu besonderen Anlässen. Ja, genau, wir genießen hier das Wetter und gleich droppt mich netterweise die liebe Liz bei der Emi ab. Yes, not money, so Fellini is back in the vlogs. She's a free girl, because she has bestanden her Staatsexamen. Ey, das sind so viele Uni-Vokabulares, die ich nicht kenne. Und Sophie hat wie ein Meister bestanden. Willst du mal angeben? Nee. Doch. Nee, ich nicht. Doch. Sag mal. 14 in Englisch, ne? Ja. Ja, sag, komm. Sag mal. Nee. Doch, das hast du so gut gemacht. Das mag ich nicht. Doch, okay, ich sag's. Ich weiß es noch, glaube ich. Das ist jetzt auch ein gutes Quiz. 12 in Mathe. 14, nein, 15. Oh. Mathe war ganz komisch. 15 Mathe, 12 war Deutsch. Was war das Erste? Das Erste, was war denn dein erstes Fach? Du hattest 4. Das Erste war Mathe. Ah ja, genau. Dann Soziologie. Ah, das weiß ich, hatte ich noch nicht, ne? 13? Very proud. Wir sind very proud of you, girl. Ich bin müde. Aber now life is starting. Sophie, we can travel the world now. Genau. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt bei der Emi. Heute stehen ein paar Sachen an. Und zwar, zum einen brauche ich wieder meine Botox-Behandlung, unter anderem Under the Axle. Für meine Hyperhidrose. Ich muss das wirklich alle 2 bis 3 Monate machen, weil das bei mir gerade jetzt Richtung Sommer so extrem ist. Und dann überlegen wir nochmal Botox zwischen hier zu machen für die Zornesfalte. Und dann Laser für den Darmbart, Laser für die Umu und für und Laser für die Achsel. Achso, und wo meine Knie-OP war, meine Narbe.
Laser. Das ist so der Plan. Und mal gucken, was sie irgendwie zu dem Plan sagt. Aber das war das, wieso ich hergekommen bin. Ich bin eigentlich mostly hier wegen dem Laser für die Narbe, weil das mir voll wichtig ist. Und das muss man halt in so einem richtigen Abstand machen. Und der Rest ist halt, wenn ich jetzt hier gerade da bin. Vorfahren. Ne? Vorfahren. Genau. Und das ist der Plan. Und wenn wir Zeit haben und die irgendwie auch noch Lust hat, gehen wir danach was essen. Ich sehe, warte mal, sehen wir nicht aus wie die von Die Unglaublichen? Ja, ja schon. Die Incredibles seid ihr. Don't you worry about me, baby. I have everything I need. If you care about me, baby, tell me why you chose to leave. Do you really think you know me? Do you think you have me all figured out? Oh no. Think you know me, you ain't got a clue, girl. I've been thinking about the things we do. Morning in the morning. Ja, ich mache mir jetzt schnell fertig für die OMR. Wir haben das Hotel gestern gewechselt, sind um kurz vor eins im Hotel angekommen. Ja. Let's do it. So, ich gehe jetzt los, zeige euch mal mein Outfit. Ja, die Sophie bleibt hier. Okay, tschüss. It's not New York, but it's still amazing. Joe and the Juice. Mein Favorite ist Joe's AMG. Smash. Boah, das ist so geil einfach. Refreshing. Die Sandwiches sind auch einfach nur mega geil. Vielleicht schaffen wir es sogar. Nee, schaffen wir nicht. Sophie hat eine Apfelallergie und wir haben gerade Smoothies geholt. Ist ihr gerade eingefallen? Und jetzt sieht Sophie gleich aus wie Kris Jenner. Nee, ich glaube, man wird es nicht sehen, aber das fühlt sich hier so an, wie so, wenn was betäubt ist, aber es kribbelt so. Juckt. Passiert da noch was Schlimmeres? Schon lange nicht mehr getestet. Das finden wir jetzt raus. Ich weiß nicht. Ich hoffe es auch nicht. Was grünes Glitzerndes gefunden. Es ist grün und es ist glitzert und es sieht pervers aus. Preis? Pick up. Won't you come back to me? I'll try. I know. To make you so happy, yeah. Oh mein Gott, mein Kopf, guck mal. Und dein Kopf ist so klein. Hilfe, mein Kopf ist ja schon klein. So, Food Time, Best Time. Wir haben eine Stunde darauf gewartet. Das sind deine Cheese-Dinger, glaube ich. Oh, das sieht krank aus. Oh mein Gott, was ist das denn? Das riecht ja mega pervers, aber da ist ja Fleisch drauf. Nein. Natürlich. Oder? Aber krass, das stand. Also, ich finde es jetzt nicht schlimm. Nee, aber. Nee, das ist Kräuterzeug. Knoblauch. Oh, Pesto. Ja. Ich so, nee, das Fleisch. Sah auch ein bisschen aus wie Hackfleisch. Meine Bowl. Ja, das essen wir jetzt mal. Aber Leute, sie fühlen sich rein in denselben Pyjama. Stretching. Eine Pregnancy hier. Das Essen war yummy, yummy, yummy. We got love in my tummy. Ich habe noch so lange gegessen, dass ich keinen Hunger mehr hatte. Da weiß man, dass es am besten ist. Ja. Wir sind gestern angekommen und hatten keine Zahnpasta, ja? Ja, wir dachten. Dann sehen wir hier, es gibt ein Survival Kit. In diesem Survival Kit gibt es. Was auch immer das ist. Was auch immer das ist. Dann gibt es hier ein Zahnseide, wo ich mir so denke, als ob ich das da jetzt nochmal benutze. Ja. Dann. Ein Mint. Teeth. White Teeth Strong Animal. Enamel. Pure Smile with Activated Carbon. Oh. What the fuck? Es geht weiter. Hand Sanitizer. Spot Remover. Oropax. Noch mehr Oropax. Das hier. Und zu guter Letzt das absolut Wichtigste. Und deshalb gibt es wahrscheinlich auch keine Zahnpasta in diesem Ding. Was denken die, haben wir hier vor? Ja, du vergisst, wir sind direkt an der Reeperbahn. In Survival Kit. Ja, wir sind an der Reeperbahn. Was machen die Leute hier? Ja, Kaffee trinken. Kuchen essen. Weiß ich. Keine Ahnung. Weiß was ich? Hoffentlich Zähne putzen, aber scheinbar ja nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht.
nicht. Ja, und dann haben wir gestern auch keine Zähne geputzt. Boah, und ich, wir hatten Sushi gegessen. Und du hast... Und wir haben so Sushi bestellt, wo so oben so spicy Knoblauch drauf war, ja? Also mein Mundgeruch, Geschmack war echt delicious. Damit wollte man schlafen gehen. Ich finde, die hätten auch wenigstens mal so Mundspülung oder so, hätte ja auch schon was getan. Oder dieses einmal Oropax vielleicht mal weglassen, dafür Zahnpasta rein. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann heute Morgen Flink bestellt, die Zahnpasta und auch noch ein paar andere Sachen, die wir gebaut haben. Und dann sieht Sophie 2 Stunden später, by the way, hier ist meine Zahnpasta. Ich habe mich schon gewundert, weil ich habe so krass dran gedacht, weil die Kamera ja in ihrer Story gesagt hat, sie hat keine Zahnpasta, aber irgendwie habe ich es nicht gefunden in meinem Koffer. Oh. Ja, genau. Auf jeden Fall war das andere Hotel so viel aufmerksamer als die hier. Ich habe das Gefühl, hier kommen Leute nur hin, um rein und raus zu gehen. In das Hotel. Wie gesagt, wir sind an der Reeperbahn. Ja. Hier gibt es keinen, also keinen Service. Aber die sind nett trotzdem. Ja. Das muss man sagen. Ja. Also, es gibt so viele Hotels irgendwo. Oder generell, wenn man irgendwas will, die sind... Ja, ja, safe. Und die war auch so nett, als sie das Besteck gebracht hat. Generell sind die hier alle viel netter. In Hamburg, ja. Ja. Wir schminken uns jetzt auf jeden Fall ab, Party People. Today is the day. Heute habe ich meine Masterclass auf der OMR und ich fühle mich so unvorbereitet und ich fühle mich so, als wüsste ich auch nicht so richtig, wovon ich rede, aber das stimmt ja eigentlich nicht, ich weiß ja, wovon ich rede. Aber dann frage ich mich so, wieso interessiert es überhaupt jemanden, was ich zu irgendeinem Thema sage? So, wir waren gerade auf einem kleinen Brunch und sind jetzt auf dem Weg zur OMR. Mein Dad ist da, Management in the bag. Please don't be mad, wenn ich nicht so viel vlogge, aber mir ist sehr übel. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt noch mehr darüber rede, dann habe ich gleich gar keine Energie. Ja, bye. So like fighting, so it's alright. Fighting when not so like dying, let it go. Ich bin ein bisschen überbelichtet. Mein Taxi ist da. Ah, it's yours. Sorry. Ah, ich habe gerade jemandem fast das Taxi geklaut. Perfekt. Das Taxi sollte aber jetzt auch kommen. Da ist es. Ich fahre jetzt auch zur OMR. Mit den Talk von der Caroline angucken. Wie fühlst du dich? Besser. Ich fühle mich jetzt nicht mehr nach ich kotze gleich, sondern eher so nach ich bräuchte Botox auch in meinen Händen. Ist ja nicht schlimm. Nee. Keine Hände schütteln. Ja, zum Glück. Ja, ja. Ich bin ja voll richtig. Ja, da war ich ja noch. Karin. Weißt du nicht? Ja. Jetzt ist diese gute Aufregung. Ja, nicht diese, sondern diese. Also ich habe ja auch entspannt. Und wir sind auch dunkel, du kannst gar nicht so genau die Leute angucken. Ja. Vor allem, wenn du da im Licht sitzt. Ja. Ja, ja. Ja. Peter Lorenz. Bist du excited? Ja? Du musst Nein. antworten, wenn die Kamera in dein Gesicht zeigt. Weißt du denn? Das ist Freund. Also. Business, ja. Also. Freust du dich nicht? Bist du nicht stolz auf deine Tochter? Die Pause ist zu lange. Ja, doch. Ja, glaube ich aber auch. Auch eine Content Creatorin, die auch sehr erfolgreich ihr eigenes Modelabel 99 gegründet hat. Also YouTube wird immer für mich, also wird für immer für mich ein ganz besonderes Herz haben, weil man dort auf einer ganz anderen Ebene mit der Community sich verbindet. Sind keine paar Sekunden und dahin judgen dann die Leute in der Kommentar, sondern man hat wirklich Videos, die mehr als 10 Minuten gehen, um genau zu erklären, was man eigentlich sagen wollte. Ich kann auch wieder reden und essen und trinken. Das ging davor nicht. Geil. Da hat nichts funktioniert. Diese Erdbeeren sind auf jeden Fall sehr geil. Hast du sehr gut gemacht. Aua. Bitte. So Leute, wir sind in Amsterdam angekommen. Sophie ist echt eine Granate. Die ist echt komplett durchgefahren, ohne Pipi-Pause. Und es ist jetzt sogar hell. Wir haben jetzt
10 von 9. Boah, was heute alles passiert ist. Ich habe wirklich tausend Emotionen gefühlt. Das war echt krass. Ja, morgen ist unser Shooting hier. Ich werde auch einen neuen Vlog starten. Deswegen hoffe ich, dass der Vlog euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Seid mir nicht böse, wenn ich nicht allzu viel gevloggt habe, weil ich war wirklich so nervös auf der OMR. Sei es, keine Ahnung, sich zu unterhalten, zu networken, aber auch ja, die Masterclass heute, das hat mich so krass aus der Komfortzone rausgebracht. Und es war für mich auch extrem anstrengend, weil ich rede zwar gerne und zwar viel, aber mich draint es extrem zu networken. Das muss man können. Ich kann das, aber es raubt mir unfassbar viel Energie. Nicht, weil ich das blöd finde oder weil ich die Leute blöd finde, aber weil ich das so krass, weil ich so da bin, weil ich den Leuten zuhöre und ja, weil ich nichts Halbes mache. Also wenn, dann bin ich mit allen Emotions dabei oder halt nicht. Deswegen bin ich jetzt fertig. Wir sind hier in einem Dreierzimmer. Die Noelle ist gerade duschen, die Sophie holt gerade Besteck, weil ich uns noch Essen bestellt habe, damit wir jetzt noch was essen können. Die anderen haben schon gegessen. Fiona und Cheyenne sind irgendwo anders hier im Hotel. Die haben ein Zweierzimmer und ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten Vlogs. Fingers crossed, dass wir vielleicht noch einen Mukbang hier drehen können. Das wäre natürlich mega geil. Und ich habe euch ganz doll lieb. Ich danke euch für den Support. Ohne euch wäre das alles überhaupt nicht möglich. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.